Als Brandon dem Gefangenen sein Frühstück gebracht hatte, meldeten sich die Kollegen mit den Spürhunden. Der Polizeichef trommelte alle zusammen, die bereit waren, bei der Suche zu helfen. Zwar war Cole Hastings wieder zurück im Dienst, aber der Suchtrupp bestand am Ende nur aus 2 Jägern, den 5 Crookesener Polizisten und etwa einem Dutzend Bürger, die freiwillig mithelfen wollten. Die herumliegenden Städte hatten nur 3 Suchhunde organisieren können, doch er versuchte, aus der Situation das Beste zu machen. Der Suchtrupp fing am Rand von Crookston an und suchte Stück für Stück das Unterholz nach Spuren ab. Die 3 Spürhunde wurden von Piper, Cole und Phil angeleitet, waren immer ein paar Meter voraus und versuchten, die Fährte aufzunehmen. Piper fühlte sich schmerzlich an Grayson erinnert, wieder Hunde um sich zu haben, und hoffte immer noch, dass Grayson wieder auftauchen würde, aber wirklich damit rechnen tat sie nicht mehr. Die 3 Polizisten schritten die ganze Zeit wortlos nebeneinander her und hielten den Hunden hin und wieder ein Kleidungsstück von Noah Grant unter die Nase. Und tatsächlich, irgendwann schlug einer der Hunde an und verfolgte schnuppernd die Fährte. Phil Worley, der schon einige Male in seinem Leben bei solchen Suchaktionen mitgemacht hatte, pfiff einen der Jäger zu sich. Zu viert liefen sie dem Hund hinterher, der sich irgendwann mit angelegten Ohren auf das Laub setzte und die Polizisten erwartungsvoll anblickte. »Na, was hast du gefunden?« fragte Piper außer Atem. Als sie in die Nähe des Hundes kam, stach ihr der Verwesungsgeruch in die Nase. Sie hockte sich hin und suchte den Boden ab. Zwischen den Ästen und Blättern fand sie einen abgenagten Knochen. Sie konnte nicht sagen, ob es der eines Vogels oder Hundes war. Knochen würden sich hier im Wald oft finden lassen. »Riecht es ja widerlich. Hoffentlich nur ein totes Reh oder so«, meinte Cole. Langsam suchten die Polizisten die Umgebung ab. Schließlich kam Phil an den Rand einer Grube. Sie war etwa hüfttief und hatte einen Durchmesser von ungefähr 3 Metern. Als Phil über den Rand blickte, taumelte er zurück. Zum einen wegen dem widerlichen Gestank, der ihn fast kotzen ließ, zum anderen wegen den unzähligen Leichenteilen, die irgendjemand, irgendetwas hier abgelegt hatte. »Was zum Teufel ist das? Was für eine widerliche Scheiße!« Cole stellte sich neben Phil und blickte in das Loch hinein, aber auch er drehte sich sofort wieder weg, stolperte zu einem nahegelegenen Baum, stützte sich ab und schnappte nach Luft. »Du solltest nicht näher kommen, Piper«, sagte Phil ruhig, der sich gesammelt hatte und wieder in die Grube hineinblickte. »Ich glaub, das willst du nicht sehen.« »Ist Grayson da drin?« fragte sie nüchtern. Tief im Inneren bebte sie allerdings. »Vermutlich. Hier sind einige tote Hunde drin, so wie es aussieht. Einer ist noch frisch, aber ihm wurde das Fell abgezogen. Könnten aber auch noch andere Tiere sein. Und ein Haufen Knochen und sogar...« Phil musste unterbrechen, um die richtigen Worte zu finden. Das, was er jetzt in der Grube sah, würde er in seinem Leben nicht mehr vergessen können. »Und Leichen.« »Hoffentlich dieser Halvering«, sagte Cole, der sich neben Phil gestellt hatte. Piper hingegen ging ein paar Schritte von den Polizisten weg, setzte sich auf einen umgekippten Baumstamm und beobachtete den Wald. Grayson war tot. Sie konnte nur hoffen, dass er tot gewesen war, bevor ihm das Fell abgezogen wurde. Es war schrecklich. Aber immerhin hatte sie nun Gewissheit. Irgendwann trafen Brandon, Luke und die anderen Helfer ein. Brandon erklärte den Ort zu einem Tatort und dankte jedem der Bürger, die mitgeholfen hatten. »Haben Sie das Kind gefunden?« fragte einer. »Genau das werden wir herausfinden müssen. Spätestens morgen Mittag werde ich mehr Informationen für Sie haben. Und bis dahin hoffe ich, dass dieser Spuk endlich ein Ende gefunden hat.« Es dauerte einige Zeit, bis Brandon und Cole irgendetwas herangeschafft hatten, um die Leichen zu bergen. Der Polizeichef wusste ganz genau, dass, wenn sie den Fall breittreten und Hilfe holen würden, er die Leitung verlieren würde. Phil Worley wartete mit den beiden Jägern an der Fundstelle und sperrte das Gebiet weiträumig ab. Einer der Jäger fragte, ob er die Leichen sehen könnte, denn vielleicht, meinte er, könnte er ja typische Bissspuren erkennen und somit herausfinden, was für ein Tier hier sein Unwesen trieb.
Piper hingegen erhob sich irgendwann von dem Baumstamm und ging in den Wald hinein. Sie dachte nicht mehr an den Mörder oder das Tier oder was auch immer die Leichen dort abgelegt hatte. Sie dachte nur an ihren Hund und hoffte, dass er schnell und schmerzlos gestorben war. Sie fühlte sich leer, nahm ihre Umgebung nur noch dumpf wahr. In ihrem Kopf kreiste die Inhaftierung von Owen. In ihren Gedanken versunken, bemerkte sie gar nicht, wie ihre Füße sie immer weiter in Richtung der Lial-Anstalt trugen. Ihr Blick war die ganze Zeit auf den Boden gerichtet. Warum hier? Warum Crookston? Es hatte noch nie ein schlimmeres Verbrechen im Umkreis gegeben. Vor einigen Jahrzehnten war bei einem Waldbrand ein Einsiedler im Wald ums Leben gekommen, und nur das war für alle schon ein Schock gewesen. Piper stolperte zurück, als sie gegen den kaum sichtbaren Zaun lief und hörte einige Sekunden lang das Klappern der Drähte. Die Lial-Anstalt galt als ausbruchsicher. Um das Grundstück herum war Maschendraht ausgelegt worden. Dieser reichte 5 Meter tief in den Boden, damit man sich nicht herausgraben konnte, und war oben mit reichlich Stacheldraht versehen. Durch die Bäume konnte Piper die Klinik erkennen. Ein grauer Klotz. Die Polizistin ließ ihren Blick am Maschendrahtzaun entlang streifen, blieb mit den Augen jedoch an einer Unebenheit hängen. Sie ging an dem Zaun entlang, ließ ihre Fingerkuppen dabei leicht über das kühle Metall streifen und hockte sich auf den Boden. Dort, wo eigentlich der Zaun hätte sein müssen, klaffte ein riesiges Loch. Es konnte noch nicht sonderlich lange aufgebrochen worden sein, denn der herausgebrochene Teil des Zauns lag gut erkennbar auf dem Boden. Das half ihr allerdings nicht weiter. Durch das Loch hätte alles laufen können. Ein Reh, ein Bär, ein Mensch? Dann setzte ihr Verstand wieder ein. Der abgerissene Zaun lag auf der Seite des Waldes, nicht auf der Seite der Irrenanstalt. Es musste also jemand oder etwas von der Anstalt in den Wald gekommen sein. Das musste sie melden. Sie stand auf und machte sich auf den Rückweg. Die Leichen in Säcke zu hieven, stellte sich als schwieriger heraus als gedacht. Eine konnte aufgrund der Größe als Noah Grant identifiziert werden. Ihre Beine waren merkwürdig verdreht. Keiner von den Polizisten hatte jemals einen so widerlichen Geruch wahrgenommen. Phil Worley war zu Zeiten des Waldbrandes schon Polizist gewesen, doch der Gestank eines verbrannten Menschen war nicht halb so schlimm wie das hier. Irgendwann gewöhnte sich jeder an den Gestank, bis auf Luke, der sich mehrmals übergeben musste und an diesem Tag zum ersten Mal daran zweifelte, ob der Polizeiberuf etwas für ihn war. Die Jäger fingen irgendwann an, das Gebiet, das nicht abgesperrt war, nach Spuren abzusuchen, damit sie wenigstens irgendetwas zu tun hatten, denn weder ein Bär noch ein Wolf ließen sich irgendwo in der Nähe blicken. An der stark verwesten Leiche hingen Kleidungsfetzen, die früher mal weiß gewesen waren. Nun war es ein Gemisch aus getrocknetem Blut, irgendwelchen Leichensäften und dem aufgeweichten Waldboden. »Ein Doktor«, meinte Brandon, als er notdürftig die Taschen des Kittels durchsuchte und eine Pillendose in die Hand nahm. Glücklicherweise befand sich dort auch ein Ausweis. Eingeschweißt, sonst wäre der Papierfetzen genauso aufgeweicht gewesen. Brandon stand auf und entfernte sich ein paar Schritte, um vom Geruch wegzukommen. Dann säuberte er den Ausweis und sah ihn sich genauer an. Auch seine Kollegen versammelten sich um ihn. »Charles Lial«, las Brandon vor. »Scheint der Chefarzt in der Lial-Anstalt gewesen zu sein.« Phil verzog das Gesicht. »Wie kann das sein, dass wir davon noch nichts mitbekommen haben? Ein Chefarzt wird doch wohl als tot oder wenigstens als vermisst gemeldet.« Vor allem, wenn er wenige Meilen von der Anstalt entfernt in einem Erdloch liegt. Cole und Luke nickten zustimmend. Merkwürdig, meinte Brandon. Darum werden wir uns später kümmern müssen. Zurzeit liegt die Priorität auf der Untersuchung der Leichen. Der Polizist ließ den Ausweis in eine Plastiktüte fallen und verstaute sie im Auto. Dann half er mit, die dritte Leiche aus dem Loch zu holen. Es ging einfacher, als den Chefarzt zu bergen. Der Körper war zu großen Teilen noch erhalten. Neben den schwarzen Leichenflecken fehlte ein großes Stück an seinem Oberschenkel.
Das Fleisch schien brutal herausgerissen worden zu sein. Cole untersuchte die Leiche, ohne das Gesicht zu verziehen. Der Tod von seinem Neffen war schlimm, aber es schien ihn zu motivieren. Mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck zog Cole die Brieftasche hervor, stieg aus der Grube heraus und suchte nach dem Ausweis. Joseph Havering, sagte er knapp. Das ist der Wichser, der Theo umgebracht hat. Ich kann deine Wut verstehen, Cole. Aber offensichtlich war dieser Havering sowohl Täter als auch Opfer, meinte Brandon in einem beruhigenden Ton. Irgendwas ist hier in der Nähe und bringt Menschen und Hunde um. Cole blickte Brandon für einige Zeit lang an. Für ihn war der Fall abgeschlossen. Dann nickte er wortlos und stieg wieder in die Grube hinunter. Das Bergen der anderen Überreste verlief nicht so mühevoll wie bei Charles Lial. Unten in der Grube hatte sich ein Gemisch aus Matsch und Fleischresten angesammelt. Es wurden nicht alle Knochen der Hunde herausgeholt, sondern nur nach den Schädeln gesucht. Insgesamt waren es 6 Schädel und noch 3 relativ intakte Hundekadaver. Sie schätzten, dass es sich um ungefähr 10 Hunde handeln müsste. Wo die anderen Köpfe waren, konnte sich allerdings niemand erklären. Der Kadaver von Grayson war am frischesten. Ihm war, wie den anderen Hunden auch, feinsäuberlich die Haut abgezogen worden. Besser hätte ich es nicht machen können, meinte einer der Jäger, als er die Leiche betrachtete. Weder die Polizisten noch die Jäger, die irgendwann nach Hause geschickt wurden, fanden Spuren, die auf den Täter hätten hinweisen können. Kein Blut, keine Fußspuren oder sonst irgendwelche Anhaltspunkte. Brandon hatte gerade befohlen, die Sachen zusammenzupacken und Feierabend zu machen, als Piper wieder auftauchte. Sie berichtete ihn vom Loch, das sie im Zaun der Lial-Anstalt gefunden hatte. Brandon überlegte kurz. Einige Theorien schossen ihm durch den Kopf. Eigentlich war es unprofessionell, einfach Vermutungen auszusprechen, doch jetzt, wo die Leichen gefunden worden waren, wollte Brandon den Fall so schnell wie möglich zum Abschluss bringen. Vermutlich will die Anstalt irgendetwas vertuschen. Ich meine, der Chefarzt liegt tot in einer Grube voller Hundeleichen, ein Loch im Zaun. Das wirkt alles so, als wäre einer der Irren ausgebrochen und hat dabei den Chefarzt umgebracht. Dann dachte Brandon wieder an die Aussage von Adam und von Owen Jennings. Ein Werwolf mit rot leuchtenden Augen. Oder es gibt in der Anstalt ein geheimes Labor, von dem niemand wissen darf, und deshalb wurde der Tod nicht gemeldet. Wie in einem Film. Blödsinn, brummte Brandon gedankenversunken. Dann richtete er sich auf und wandte sich zu seinen Kollegen. Ich werde in der Klinik anrufen und wenn ich nicht zufrieden mit der Antwort bin, dann fahrt ihr dorthin und guckt es euch an. 4 Polizisten sollten eigentlich reichen, um den Leuten Angst einzujagen. Gemeinschaftliches, zustimmendes Nicken. Zusammen gingen sie zu ihren Fahrzeugen und kehrten nach Crookston zurück, brachten die Leichen in den Keller des Krankenhauses und fuhren zum Präsidium, wo sie sich in den Pausenraum setzten. Ein langer Tag. Draußen war es schon längst dunkel geworden. Brandon gab Owen sein Essen. Danke, Meister, spottete er, als er die Schüssel und die Plastikflasche annahm. War es schön im Wald? Brandon blieb noch einige Zeit vor der Zelle stehen. Ja, haben viele tote Hunde gefunden. Grayson auch. Owen zog die Augenbrauen hoch. Na dann lass mich frei, Kumpel. Er wirkte ruhig, doch Brandon spürte, dass in ihm etwas brodelte. Eine Wut oder eben das Verlangen nach Drogen. Würde ich, wenn du nicht in Pipers Wohnung eingebrochen wärst und die gesamte Einrichtung zerstört hättest. Das wird noch Konsequenzen haben. Owen starrte dem Kommissar noch einige Sekunden in die Augen, zuckte dann mit den Achseln und setzte sich auf sein Bett, um den Eintopf zu essen. Brandon schloss das Sichtfeld wieder, ging in sein Büro und setzte sich an seinen Schreibtisch. Dort suchte er die Nummer der Irrenanstalt heraus und rief sie an. Das Telefon klingelte einige Male. Dann verstummte es. Brandon warf einen Blick auf die Uhr. Eigentlich müsste das Büro dort noch besetzt sein. Er wählte noch einmal die Nummer, wieder das rhythmische Surren und wieder hob niemand ab. Bestimmt haben sie die Anweisung, nicht auf Anrufe der Polizei zu reagieren, dachte Brandon. Dann rief er Phil Rawley zu sich, der vor seinem Schreibtisch Platz nahm. Also, folgendes. In der Irrenanstalt hebt niemand ab.
Vielleicht ist die Bürokraft auch gerade einen Kaffee kochen, aber ich vermute, dass sie nicht rangehen dürfen. Nicht rangehen dürfen? Wiederholte Phil. Vielleicht ist es auch schon zu spät. Allerdings weist alles Bisherige darauf hin, dass dort etwas vorgefallen ist. Und ihr sollt in Erfahrung bringen, was? Brandon blickte Phil ernst an. Heute noch. Wie geht's den anderen? Sie sind müde und müssen sich eigentlich erholen. Bei dem Anblick heute kein Wunder. Es ist wirklich wichtig, es so schnell wie möglich zu erledigen. Sonst könnten Spuren beseitigt werden. Ich denke, eine Befragung sollte kein Problem sein. Vor allem nicht zu viert. Brandon nickte zufrieden. Gut, nehmt euch noch einen Kaffee und dann geht's los. Phil stand auf und verließ das Büro. Einige Minuten später hörte Brandon unten auf dem Parkplatz die Türen eines Dienstwagens zuknallen. Doch sie fuhren noch nicht los. Schritte auf der Treppe, die Tür wurde aufgerissen. Brandon blickte Luke an, der die gesamte Treppe wohl hochgerannt sein musste, denn er schnappte nach Luft. Wurde, keuchte er. Ja? Wurde gerade von einer Krankenschwester gebracht. Luke legte eine Plastiktüte auf den Tisch. Brandon erkannte in einer Lauge aus Blut irgendein Gerät. Was ist das? Keine Ahnung. Luke zuckte mit den Schultern und blickte Brandon kurz an. Doch dieser beschäftigte sich bereits mit der Tüte. Wir sind dann weg. Viel Erfolg, murmelte Brandon kaum hörbar, während er die Tüte begutachtete. Und wo hat sie... Er schreckte auf, als Luke die Tür zu seinem Büro zuknallen ließ. Dieses Mal fuhr der Polizeiwagen los. Den Gestank aus der Küche zu bekommen würde schwer werden, dachte Brandon sich, als er den Inhalt der Tüte in das Waschbecken kippte. Er hielt das Gerät unter den Wasserstrahl. Wenn es nicht wasserfest war, war es ohnehin schon kaputt. Das Blut und der Leichensaft vermischten sich mit dem Wasser und wurde nach und nach weggespült. Zurück blieb ein Tonbandgerät. Er trocknete es ab und ging zurück in sein Büro. Auch das Gerät stank nach den Leichenresten, doch nicht mehr so stark. Brandon schaltete den Apparat ein. Glücklicherweise funktionierte es noch. Brandon stand auf und trat auf den Flur. Hier konnte er sich bewegen und ganz in Ruhe dem Tonband zuhören. Es spricht Charles Lial, Leiter der Lial-Anstalt. Dies ist die Patientenakte des Sonderfalls Aiden. Als die Polizisten in die Straße der Lial-Anstalt einbogen, stieg in jedem von ihnen ein seltsames Gefühl auf. Sie fuhren den unbeleuchteten Weg entlang und hielten vor dem großen Tor der Anstalt. Es gab weder eine Klingel noch irgendeine andere Möglichkeit, die Leute in der Anstalt zu erreichen, daher stiegen Luke und Piper aus und drückten das Tor einfach auf. Es war nicht abgeschlossen oder in irgendeiner Weise eingerastet. Die beiden stiegen wieder ein und der Wagen fuhr weiter. Nach einer weiteren Meile kamen sie an der Anstalt an. Auf dem Parkplatz standen einige Fahrzeuge, es mussten also noch Angestellte da sein. Außerdem leuchtete hinter den Fenstern Licht. Die Polizisten stiegen aus, gingen die Treppenstufen hinauf und schritten in die Eingangshalle der Anstalt. Es hing ein komischer Geruch in der Luft, eine Mischung aus Desinfektionsmittel, Bodenreiniger und irgendetwas anderem. Wirkt nicht so, als würde man uns erwarten, meinte Luke. Oder überhaupt irgendwen, murmelte Phil, während er das blasse Licht betrachtete. Es hingen große Lampen von der Decke, doch sie waren aus. Nur die dünnen Neonröhren leuchteten, wie eine Art Notfallstrom. Piper blickte auf den Boden und konzentrierte sich auf den schwarz-weiß karierten Flur. Ist das... fragte sie erschrocken und zeigte auf einen roten Fleck. Blut, beendete Phil ihre Frage. Hinter sich hörte er, wie Cole seine Waffe zog und entsicherte. Auch die anderen griffen instinktiv zu ihren Pistolen und spannten sich an, um festeren Stand zu haben. Das gefällt mir nicht, knurrte Cole. Hallo? Hier ist die Polizei, wir wollen ein paar Fragen stellen, rief Piper. Ist hier jemand? Langsam näherte sich der Trupp der Blutspur und folgten ihr. Piper ging, obwohl sie eine nie dagewesene Angst verspürte, als erstes durch den Gang, gefolgt von Phil und Luke. Cole bildete die Nachhut und blickte sich immer wieder nach hinten um. Die Spur führte eine Treppe hinunter, in einen genauso matt beleuchteten Raum.
Der Geruch von Medizin wandelte sich immer mehr zu einem penetranten Desinfektionsgestank. Von dem Gang gingen einige weitere Türen ab, die Zellen der Irrenanstalt. Sie guckten in jede der Zellen hinein, aber in keiner war ein Patient. Noch angespannter ging sie den Gang entlang, immer der Blutspur hinterher. Irgendwann machte der Gang eine Biegung. Der Desinfektionsgestank wurde stärker und stärker. Ein neuer Geruch kam hinzu. Ein Geruch, den die Polizisten schon kannten. Die Schritte hallten an den Wänden wider. Die Angst stieg. Flacher, schneller Atem. Die Luft wurde dicker, wärmer. Und es stank bald unerträglich. Doch nicht nur die Luft veränderte sich. Durch die Polizisten drang ein komisches Gefühl, irgendeine Präsenz. Etwas Großes. Etwas Mächtiges. Dann kamen sie an einer Halle an und erstarrten. Alle blickten den gigantischen Berg an verwesenden Leichen an. Sie waren bis zu der Decke gestapelt. Die Menschen trugen Kittel, Alltagskleidung, Zwangswesten, einige waren nackt. Alle hatten klaffende Wunden, durch die sich schon die Würmer und Maden wühlten. Während Piper Brodeur, Luke Fryer, Cole Hastings und Phil Worley vor Schock unfähig waren, sich zu bewegen, drang ein hasserfülltes Jaulen bis in ihre Knochen vor. Aiden war am Anfang ein unauffälliger Patient, eigentlich unkompliziert. Er wurde trotzdem als gefährlich eingestuft, da er einem ehemaligen Arbeitskollegen ein Ohr abgebissen hatte. Tag für Tag sitzt er in seiner Zelle, frisst nur mit seinem Mund, bellt und knurrt gelegentlich. Er scheint sich für einen Hund zu halten. Allerdings gibt es neuere Entwicklungen, die ich hier nun festhalten möchte. Das Ganze entwickelte sich vor einigen Wochen. Aiden bellte nicht mehr, er fing an, wie ein Wolf zu jaulen. Von ihm ging eine sehr starke Aura aus. Immer wenn ich in seine Nähe komme, steigt in mir eine Angst auf. Eine Angst, dass etwas Mächtigeres als ich in der Zelle ist. Dieses Verhalten habe ich erforscht und bin mir ziemlich sicher, dass Aiden es irgendwie geschafft hat, die Merkmale eines Alpha-Tiers nachzuahmen. Meine Kollegen halten es für einen normalen gewissen Respekt, aber die Patienten schlagen an. Es scheint, als würden alle Kranken Aiden als Anführer ansehen und haben angefangen, die Merkmale zu kopieren. Egal, welche Erkrankung die Patienten haben, auch sie haben angefangen zu bellen und jaulen und nur noch aus einem Napf zu fressen. Es muss alles über Blicke und Gerüche ablaufen. Wie das möglich ist, ist mir unerklärlich. Die Patienten wirken eingeschüchtert, ein Rudel Patienten sozusagen. Heute wird Aiden aus sicherheitstechnischen Gründen in eine isolierte Einzelzelle gebracht, die keine anderen Geruchsübertragungen zulassen wird, da alle Patienten um ihn herum immer wilder werden. Dort werde ich meine Forschungen fortsetzen. Brandon hörte nur noch ein genervtes Seufzen und dann den Leerlauf des nicht besprochenen Tonbands. Das musste die letzte Nachricht sein, die der Doktor jemals aufgenommen hatte. Die Krankenschwester hatte es vermutlich bei Lials Untersuchung gefunden. Adam und Owen hatten einen Werwolf gesehen. Adam unter Schock, Owen unter Drogeneinfluss, aber trotzdem. Vielleicht hatte Aiden sich ein Kostüm angezogen. Nervös griff er zu seinem Funkgerät und versuchte, einen seiner Kollegen zu erreichen. Sie mussten gewarnt werden. Es trieb sich ein Wahnsinniger umher, der aus der Anstalt ausgebrochen war. Er schaltete es ein. Cole, Piper, ihr müsst aufpassen. Aus der Anstalt ist ein Patient ausgebrochen. Er hält sich für einen Wolf. Höchste Vorsicht ist geboten. Verstanden? Stotterte er ins Mikrofon. Ein Wolf. Höchste Vorsicht ist geboten. Verstanden? Dröhnte seine Stimme hinter der Tür zum Treppenhaus. Geschockt riss Brandon seine Waffe aus dem Halfter und zielte auf die Tür. Waren seine Kollegen zurück oder war das Aiden? Jemand kratzte an dem Schloss, wütend, entschlossen. Unter dem Türspalt sah man den Schatten von Füßen, ein Hecheln oder ein Schnüffeln. »Was ist denn bei dir los, Kumpel?« fragte Owen mit rauer Stimme aus seiner Zelle. In Brandons Kopf hörte es sich wie die Stimme aus einem weit entfernten Traum an. Er konzentrierte sich ganz auf dieses Ding vor seiner Tür, auf diese Aura.
Dann hörte er Aiden auf der anderen Seite jaulen. Es hallte im Flur wieder und wurde so laut, dass Brandon sich mit einer Hand ein Ohr zuhielt, die andere ließ er an seiner Waffe. Er krümmte sich vor Schmerz und fiel fast zu Boden. »Was ist los, Mann?« schrie Owen nun und riss Brandon aus seiner Passivität. Er war in Gefahr und Owen auch. Als guter Polizist durfte er seine Gefangenen nicht gefährden, also schloss er die Zellentür auf. »Verfickte Scheiße, was ist?« Brandon packte seine Hände, riss die Bürotür auf und zog ihm zum Fenster. Dann schloss er sie ab. »Du musst da rausspringen, ich komme hinterher!« »Was?« Owen starrte ihn ungläubig an. Die Wunde an seinem Bein pochte und ließ kaum zu, dass er stehen konnte. »Mit dem Bein? Und warum überhaupt?« »Spring, verdammt!« schrie Brandon ihn an und riss das Fenster auf. In dem Moment, als Owen sich überwinden konnte zu springen, wurde die Tür aufgestoßen. Brandon richtete seine Pistole auf das Ding, das vor ihm stand und wie ein Berserker auf ihn zustürmte. »Es ist wirklich ein Werwolf«, schoss es Brandon durch den Kopf. Aiden hatte sich fürchterlich entstellen lassen. An seinem Körper hingen Haut- und Felllappen herab, die er sich anscheinend angenäht hatte. Das Fell von verschiedenen Hunden, gemischt mit umgedrehten Hautfetzen, vermutlich vom Doktor. Brandon konnte sein Gesicht nicht erkennen, es lag zu sehr im Schatten. Aiden musste den Kiefer eines größeren Hundes von seinem Schädel getrennt und ihn sich irgendwie an den Kopf gebunden haben. Mit einem lauten Schrei schoss Brandon in die Richtung des Irren und ließ sich zeitgleich rücklings aus dem Fenster fallen. Unten angekommen kauerte Owen und hielt sich sein Bein. »Scheiße«, knurrte er mit schmerzverzerrtem Gesicht. »Komm weiter, wir müssen weg von hier«, rief Brandon und zog ihn hoch. Owen humpelte und stöhnte bei jedem Schritt auf. Brandon versuchte ihn zu stützen. »Was ist überhaupt los?« presste Owen heraus. Doch der Kommissar hatte keine Zeit, es ihm zu erklären. In seinem Augenwinkel sah er Aiden, wie er auf allen Vieren neben ihm herlief. Er musste auch aus dem Fenster gesprungen sein, doch hielt einen gewissen Abstand zu seinen Opfern. An seiner Schulter klaffte das Einschussloch, doch dem Irren schien es nichts auszumachen. Wieder zog ein Jaulen durch die nächtliche Stille, aber es kam nicht von Aiden. Brandon blickte nach links. Auch auf der Seite liefen mit Fell bestückte Menschen auf allen Vieren und kamen immer näher und näher. Brandon und Owen wurden auf die Mitte der Straße getrieben. Die Laternen warfen lange Schatten auf den Asphalt, der durch die leichte Feuchtigkeit in der Luft etwas glänzte. Was sind das für Viecher? Fragte Owen mit zitternder Stimme. Zum Schreien fehlte ihm mittlerweile die Kraft. Ich weiß es nicht. Irgendwann stellte sich einer der Wolfsmenschen vor ihn auf die Straße. Auch hinter ihnen standen zwei. Brandon hob seine Pistole und versuchte, alle im Auge zu behalten. Mit seiner Pistole würde er sie nicht aufhalten können. Nicht alle. Er sah Aiden mit seinem Hundekopf und andere im Licht der Laternen. Vermutlich die Patienten, von denen Lial gesprochen hatte. Dann bemerkte er jemanden im Hintergrund stehen. Er war nackt, hatte keine Fellfetzen an seinem Körper. Luke Fryer stand auch auf allen Vieren und blickte Brandon leiderfüllt direkt in die Augen. Auf seinem Oberkörper und Gesicht war getrocknetes Blut. Brandon wollte sich gar nicht vorstellen, wessen Blut es war. Er drehte sich noch einmal im Kreis, zielte auf die Irren, die ihn wütend anknurrten. Würden sie ihn angreifen, würde er einen erschießen, vielleicht auch zwei. Aber dann würden sie übermannt werden. Owen konnte sich nicht wehren, nicht einmal weglaufen. Er blickte zu Luke herüber. Er stand hinter Aiden und einem anderen Wolfsmenschen und gestikulierte wild. Er tat so, als würde er sein Shirt zerreißen und legte seinen Kopf in den Nacken, um stumm zu jaulen. Brandon war auf der einen Seite verwirrt, aber irgendwie verstand er auch. Die Wolfsmenschen kamen näher, Schritt für Schritt. »Schießen Sie«, flüsterte Owen Brandon zu. »Schießen Sie doch endlich!« Doch Brandon schoss nicht.
Er legte behutsam die Pistole auf den Boden und fing an, sein Hemd aufzuknöpfen. Was machen Sie denn da? Fuhr Owen ihn an. Doch Brandon ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er blickte Luke in die Augen, der langsam nickte und ihm damit zu verstehen gab, dass er alles richtig machte. Er zog auch seine Hose aus. Owen starrte ihn nur fassungslos an, wich ein paar Schritte zurück, doch hob vorher die Pistole vom Boden auf. Bleib zurück! Schrie er zu den Wolfsmenschen. Und tatsächlich blieben sie stehen. Sie wussten, was für eine Gefahr von der Waffe ausging. Aiden stoppte jedoch nicht, ging geradewegs in Owens Richtung und starrte ihm tief in die Augen. Bleibt stehen! Schrie er noch einmal. Brandon bemerkte, wie der Finger am Abzug zuckte. Was würde passieren, wenn er das Alpha-Tier vom Rudel erschießen würde? Das wollte Brandon gar nicht wissen. Brandon wollte überleben. Mit einem Satz sprang er zu Owen und biss in seine Schulter. Owen schrie auf, verzog seinen Arm, schoss und verfehlte Aiden um wenige Zentimeter. Er schrie und rammte Brandon einen Ellenbogen ins Gesicht. Doch die anderen Wolfsmenschen setzten sich bereits in Bewegung. Aiden, Luke, alle anderen. Sie stürmten auf Owen zu und verbissen sich in seinen Armen, Beinen, versuchten mit den Händen den Bauch aufzureißen, während Brandon keuchend am Boden lag und Blut aus seiner Nase auf die Straße tropfte. Nach einer Minute war das Schauspiel vorbei. Aiden erhob sich, Blut überströmt, stand auf zwei Beinen und starrte Brandon an. Dann legte er seinen Kopf in den Nacken, jaulte und raste auf allen Vieren in Richtung Wald. Luke gab Brandon mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass er mit ihnen kommen sollte. Der Kommissar blickte ein letztes Mal auf den zerfetzten Körper von Owen Jennings und rannte dann, etwas ungeübt, auf seinen Händen und Füßen seinem neuen Rudel hinterher.